Hallo, ich bin die Nina Dulek. Willkommen zu einer weiteren Folge Bohnentrick mit Autor. Nee, Autor mit Bohnentrick. Heute habe ich mir den Thilo eingeladen. Dem zeige ich mit dem Bohnentrick das Zeichnen, weil das ist ein Autor, der gefühlt alle halbe Stunde ein Buch rausbringt. Ist wirklich so. Abenteuergeschichten, fliegende Abenteuer, Ostwind, für Erstleser, Fußballgeschichten, ich schenke dir ein Buch 2019. Also gefühlt jede halbe Stunde, da kommen wir Illustratoren gar nicht mehr hinterher mit dem Zeichnen. Und deswegen habe ich mir heute ein ganz besonderes Modell ausgesucht. Ich hoffe, es ist noch da, wo ich es zuletzt heute Morgen gesehen habe. Und da zeige ich ihm Zeichnen und damit kann er dann seine nächsten Bücher machen. Selber illustrieren. Also die nächsten 20, die anderen 300, das machen die Kollegen und ich dann weiter. Mal gucken, wann er kommt. Das ist er, glaube ich. Schauen wir mal nach. Oh, hallo Thilo. Hallo Nina, grüß dich. Schön, dass du auf dem Berg gefunden hast. Ja, ich bin auch extra mit dem Trecker gekommen. Echt? Wer weiß, ob ich sonst zu euch durchkomme. Ja, dann komme ich gleich mal raus. Prima. Brauchen die Zeichnerinnen, meinst du, oder die Illustratoren, brauchen die länger als du zum Illustrieren? Ja, bestimmt. Okay, du schreibst schnell. Ich schreibe schnell, ja. Und verrätst du wie schnell oder darf man das lieber nicht verraten, weil sonst wirst du nach Stunden bezahlen? Ja, das ist ja wie bei Hausaufgaben. Also manchmal geht es ganz schnell. Ja. Und am nächsten Tag hast du genau das Gleiche auf und trotzdem wollen irgendwie die Worte nicht aufs Papier. Ja. Und so ist es bei mir auch. Also ich kann das jetzt gar nicht sagen. Ich habe schon Bücher geschrieben in 3 Tagen. Ja, ich habe aber auch 3 Jahre schon an Büchern geschrieben, okay, wo ich dann viel recherchiert habe und wieder eine Pause und musste ein bisschen. Also Recherche für die fliegende Schule der Abenteurer. Wie hast du denn da die Recherche gemacht? Oh, da war die Recherche besonders angenehm. Denn das spielt ja im Europapark. Die Illustrationen hast du nicht selber gemacht, sondern... Ihr werdet gleich sehen, warum ich sie nicht selber gemacht habe. Ach so. Ja, also, ich kenne noch nicht mal einen Bleistift. Also. Aber ich habe mir ein ganz besonderes Tier ausgedacht, wo dann die nächsten Bände der Fliegenden Schule der Abenteurer spielen könnte. Also das könnte da mitspielen. Also, okay, also genau. Ich habe schon zu Hause mal ein bisschen... Du hast geprobt, schon geübt. Tiere, also den Bohnentrick hast du schon mal geübt? Eine Fliege kann ich ganz gut. Mit der Bohne? Also, ja, da gibt es auch welche, aber wir haben jetzt... Da Fliege aus Entfernung. Ich habe mir die da drüben ausgedacht. Guck mal. Ah, den Marienkäfer, der da vorne auf dem Zaun sitzt. Wie bestellt sitzen sie da und kauen. Was für eine Grundform siehst du denn, wenn du dir jetzt so eine Kuh ausguckst? Bohne. Bohne? Wo siehst du denn da eine Bohne? Haha, hast du gedacht. Das ist nämlich heute der Clou bei diesem Video. Eigentlich geht es ja um die Bohnen, aber hier sehen wir die einzigen Tiere neben dem Regenwurm, wo ich sagen würde, da ist keine Bohne drin. Ah, ich dachte, da ist ein Dreieck drin. Ich habe schon überlegt, wo beim Regenwurm das Dreieck ist. Oben, oben ist ein Dreieck, der Kopf. Nee, das ist doch ein Trapez, oder? Weiß ich auch nicht. Ein Trapez, ja. Wenn ein dreieckförmiges Trapez. Okay, ein Trapez. Jetzt malst du natürlich, das hast du sehr fein gemacht. Sieht gut aus. Wenn man mit dem Kopf anfängt, dann ist es meistens so, dass der Popo nicht mehr drauf ist. Richtig. Das bedeutet, wir fangen mit dem Körper an. Und bei der Kuh ist der Körper ungefähr so. Super. Wenn du dir jetzt die Beinchen anguckst, wie lang die sind. Sind die so lang, wie sein Oberkörper hoch ist? Ich würde mal sagen, ja, ne? Ah, was hast du da unten dran gemacht? Ein Huf. Nee. Was für ein Huf hat denn die Kuh? Weißt du das? Ja, so mit so ein Hufeisen wird doch da unten drunter geschlagen. Nein, oder ein nicht? Hufeisen. Pass auf, wir schauen uns diese Kuh nochmal genau an. Hat sie ein Hufeisen? Nein. Nein. Hat sie nur einen Huf? Sieht man jetzt von vier hier. Hat sie. Vier? Nein, an einem also, Bein. An einem hat sie zwei. Das stimmt, also zwei. Sie hat zwei Zehen. Zwei Zehen vorne. Schau mal, so mache ich die. Kannst du ganz leicht abkürzen und dann mache ich hier hinten so ein Schniebel dran. Okay.
Also. Ja. Und dieses Gelenk ist hier, das Knie. Ja, genau, das habe ich, genau. Das machst du da so. Und hinten ist noch das, kürzer. Pass auf, und da geht's aber so. Da mache ich immer so ein Dreieck hin. Das ist ja so ein fast so ein wirkliches Dreieck. Und der Kreis hinten, dieses Gelenk, ist auf der Höhe von dem vorne. Da kann man sich dran orientieren. Okay, dann mache ich erstmal die Orientierungslinie. Genau. Mach da den Kreis. Ja, noch ein bisschen weiter dann den Schwanz dran setzen. Und der ist der schon von Anfang an gelockt. Warte, ich muss jetzt gucken, wie lang der ist. Ja, ich würde sagen, noch ein bisschen. Ja. Und hier so. Ah, da hast du jetzt aber nicht genau hingeguckt. Hat der da nicht einen Pin? Schau noch mal genau hin. So, das ist doch ein Pferd. Die haben, nein. Beim Pferd ist nicht von oben. Halt. Hinschauen. Hier, der Kuhschwanz ist erstmal so. Und dann setzen die Haare eher unten an. Also doch. Jetzt habe ich mich durcheinander bringen lassen, was du gesagt hast. Du musst einfach nur hinschauen, von dann kriegst oben. Du das hin. Ja. Aha. Das werden heute keine Locken mehr. Ist in Ordnung. Wir gehen mal zum Kopf. So. Wo sitzen die Ohren dran? An der Seite. An der Seite. Und unten. Wo sind die? An der Seite, Höhe des Auges. Ja. Wenn die Kuh und relativ guckt. Weit oben. Ja. Und da würde ich jetzt auch eine Bohne machen. Guck mal. Ah, oh, das ist ja süß. Okay. So rum die Bohne. So. Jetzt noch größere Ohren. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, die sind noch ein bisschen groß. Ja, jetzt ist eine Mausekuh. Sehr schön, du hast die Flecken fertig. Fast. Und was ich jetzt auch noch mache, ist, weil die ist ja nicht nackig, also die hat ja nicht auf der nackigen Haut ihre Flecken, ich gebe ihr Fell. Sieht immer noch ein bisschen aus wie eine Roboterkuh durch diese Gelenke, die ich gemalt habe. Dann mach doch hier so eine stärkere Outline, sodass die Vorzeichnung so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Das kann man, wenn du nochmal Kühe zeichnest, kannst du dir das auch von Anfang an schon so ein bisschen einbauen, dass du die Vorzeichnung recht leicht machst oder zum Beispiel in Beige mit Buntstiften. Und dann gehst du nochmal stärker mit einer dunkleren Farbe drüber und dann verschwindet die. Ich würde sagen, wir haben es geschafft, oder? Bist du zufrieden mit deiner Kuh oder also willst eins, du noch ein bisschen bleiben zum Weiterüben? Eins fehlt ja noch, weil eine Kuh kennen wir ja nicht nur durch die Fladen, die sie hinterlässt, sondern vor allen Dingen durch Milch. Stimmt. Und ich würde jetzt noch einen Euter malen. Ich setze das mal dahin, nicht zu... Die ist wirklich schon gemolken. ...groß, weil die ist, genau, die ist gerade gemolken. Und wenn du... Die haben doch eigentlich vier, oder? Ja, genau, die habe ich... Die hinteren Masse nicht in der gleichen... Die würde ich schon so ein bisschen versetzen, dass man sie auch sehen kann. Ja. Und ein winziges bisschen schraffieren, dass sie dunkler sind, weil dadurch hat man das Gefühl, die sind dahinter. Oh, dann mache ich das mit dem Bein hier auch so. Ja, genau. Sehr schön. Bisschen Wiese drumherum. Aber mir ist jetzt mein eigener Kuhkopf, der ist mir noch zu eckig. Also da muss ich noch ein bisschen dran. Also der Thilo zeichnet jetzt noch weiter Kuhköpfe und... ich finde, dass er das ganz gut gemacht hat. Also das nächste Abenteuerbuch wird wahrscheinlich über eine Kuh gehen. Wobei man den Trick natürlich überall anwenden kann. Ihr habt auch gemerkt, wenn es mal nicht nach Bohne aussieht, dürft ihr auch weiterdenken, falls es vielleicht ein Rechteck ist oder ein viereckiges Dreieck. Das weiß man nicht. Das weiß man erst, wenn man sich das genau angeguckt hat, eine Weile lang drauf geguckt hat und dann findet ihr die Grundform. Ich werde gleich in die Wiese gehen, noch so einen Fladen suchen, damit ich den 1a abzeichnen kann. Aber dazu werde ich natürlich Ninas Schuhe anziehen. Das hier ist die Elfe. Das ist die Elfe, das sind Fliegen. Man erkennt gut den Unterschied, ja, weil die ist da oben, die interessiert sich nicht für diesen grünen Fladen da. Und das die mit Fliegen der Elfe sperren ich da ein. Noch bei. So, und guck mal, wie süß. Ja, sie hat keine Füße, sie hat keine Hände, sieht gar nicht aus wie ein Mädchen. Das ist ja auch ein Jungen-Elfe. Eine Jungen-Elfe? Ja. Ein Elfer? Ein Elfer. Okay. Dann verabschieden wir uns mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Bis zur nächsten Kuh. Und die nächste Kuh garantiere ich euch. Nee, die wird ein Pferd. Ich bringe dir bei das mit der Elfe. Wir müssen nur noch eine finden. Okay. Oh, signieren vergessen.